Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu meinem Minecraft Let's Play. Was geht ab? Folge 4 ist am Start. Maler hat inzwischen einen Namen. Ich wollte mich am Anfang erstmal kurz bedanken für die wundervollen Kommentare bei der letzten Folge. Zum Beispiel hat Selina geschrieben, schöne Abschlussfolge fürs Projekt. Übelst geil. Oder hätte nicht gedacht, dass dieses Jahrzehnt noch eine Folge kommt. Freunde, ich sag's euch, diese Woche 2 Folgen und ab jetzt, wie gesagt, jede Woche 2 Folgen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum zum Fick Simon Will die Folge hier gerade aufnimmt. Ich habe eine Wette verloren im Stream. War aber eine knappe Kiste tatsächlich. Freunde, wir haben crazy shit vor heute. Und zwar werden wir diese Kuh heute... Maler, hallo? Moin. Diese Kuh werden wir in ein ordentliches Gehege bringen, weil das hier ist wirklich kompletter Quark. Mir kam tatsächlich sogar beim Meet and Greet auf der Gamescom ein kleiner Junge entgegen und meinte zu mir, dass ich im nächsten Minecraft Let's Play unbedingt ein Gehege bauen soll für Maler. Sonst ist er sauer. Und wir wollen nicht, dass er sauer ist. Big Shoutout. Heute, Freunde, ja, werdet ihr hier einen Triple-A-Stall sehen. Der wird wirklich insane. Oha, 2 Äpfel, let's go. Der wird wirklich sehr geil. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Er wird sehr, sehr außergewöhnlich viereckig. Und wir machen ihn so hier hin. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, Freunde. Ich hoffe, also mein Ziel ist auf jeden Fall, dass dieses Kuhgehege geiler aussieht als mein Haus. Und bitte schreibt mal in die Kommentare, ob wir noch eine zweite Ebene drauf machen sollen, weil irgendwie sieht es echt traurig aus so. So, okay. Ich denke, das reicht vom Platz her. So, ich meine, es ist eine Kuh am Ende. Okay, lass uns ein paar Zäune craften und dann geht's ab. Wir machen es hier. Wir bauen hier das Gehege. Hier ist besser. Wir fangen hier so an. Zack, zack, zack. Boah, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen übertrieben für eine Kuh, finde ich. Aber egal, Digga. Für Maler ist alles worth. Was wir auf jeden Fall machen müssen, sind so Heublöcke reinstellen, hatte ich überlegt. Und so ein bisschen Gras. Damit Maler was zu fressen hat, richtig? Perfekt. Arschgeiles Gespräch mal wieder, Maler. Hat mich sehr gefreut. Top. Was zum Fick wollte ich in dieser Kiste machen gerade? Ah, ja, stimmt, stimmt. Ich wollte... Das... Ja, genau, genau. Ich wollte Oak Planks... Slabs machen. Freunde, falls ich ein bisschen dumm im Kopf wirke, also mehr als sonst, dann liegt es daran, ich bin gerade 6 Stunden Auto gefahren. Ja, Mann. Okay. Also, den Unterschlupf hatte ich mir tatsächlich ein bisschen geiler vorgestellt. Ich gehe nochmal ganz kurz ins YouTube-Video rein. Okay. Der hat es ein bisschen geiler gebaut. Wie machen wir das jetzt? Bro, wer bist du eigentlich? Digga, du wirst so eingesperrt. So, du wirst so getrappt jetzt. Ah, fuck. Komm rein. Junge! Bruder, diese Kuh. Jetzt komm rein. Holy shit. Komm ran. Maler, hallo. Kommt schön bei dir rein. Schön. Bruder, mach jetzt nicht diese. Bruder, Maler auch wieder viel zu dick. Rutsch mal. Wieder schauen. Und reingehauen. Ey, Jungs, ich weiß, es ist kranke Massentierhaltung, aber ihr müsst da jetzt kurz durch, okay? Geh in dieses Gehege, Junge. Was ist dein scheiß Problem? Komm jetzt hier rein. Boah, Bruder. Junge. Wirklich, dafür lasse ich euch eine extra halbe Stunde gleich hier drin. Oh nein. Ey, Maler, das wird so verfickt scheiße aussehen. Aber da müssen wir jetzt alle durch, Digga. Oh, Mann. Naja, gut. Kann ich nichts für, wa? Ja, vielleicht kann es ja irgendwer so ein bisschen abändern und ein bisschen geiler machen, was ich machen wollte. Und mir das bei Twitter schicken, dann baue ich es um. Übrigens wollte ich mich auch, wenn ich es jede Folge sage, nochmal dafür bedanken, wie gut das Minecraft Let's Play bei euch ankommt und wie viele Kommentare da auch immer sind, Digga. Ich weiß nicht, bei welchem YouTube-Format ich so viele Kommentare habe. Das letzte Let's Play hatte wieder 1000 Kommentare. Es ist übercrazy, wirklich. Und auch danke an alle Leute, die bei der Gamescom da waren. Wir haben einen Meet and Greet gemacht und ich weiß, es hört sich peinlich an, aber ich dachte, es kommt keiner. Aber es sind tatsächlich Leute gekommen, Freunde. Vielen Dank. So, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Weed später, aber wir machen es erst mit 3 Heuballen. So, ich dachte vielleicht, dass wir so... noch eins so hier? Wie findest du das? Bro, ihr müsstet den Blick sehen. Herrlich. Die arme Kuh, chill. So scheiße ist es nicht. Es ist echt in Ordnung. Okay, warte mal. Wir könnten jetzt so ein Tropf oder wie es heißt machen. So eine Trug. Trinkstation. Das jetzt einfach in den Boden spawnen, wäre helle wack. Können wir es irgendwie krasser machen?
Boah, wie baut man einen Hundenapf in Minecraft? Ein bisschen komplizierter ist, beziehungsweise das heißt kompliziert. Wir brauchen dafür einen Command-Block. Ah, jo, perfekt, Digga. Wer kennt's nicht? Den guten alten Command-Block in Minecraft Vanilla. Klassiker. Digga, danke, Mann. Wirklich. Vielen, vielen Dank, Bruder. Okay, da muss ich mir selber was überlegen. Wie können wir das geil machen? Okay, ich lass mich erstmal pennen, überlege ich mir was. Okay, ich habe jetzt gepennt. Wir bauen einfach gar nichts hin. Wir bauen es einfach hier in den Boden rein. Scheiß drauf, Digga. Ich meine, am Ende des Tages ist es eine verfickte Kuh. Ja, ist ehrlich krass. Wenn ich eine Kuh wäre, würde ich feiern. Ja, wir müssen es so natürlich wie möglich aussehen lassen. Alright. Freunde, Ladies and Gentlemen, das ist mein Kuhstall. Ich finde, für meine Verhältnisse ist der ehrlich sick geworden. Endlich hier raus. Holy shit. Ihr dürft endlich aus eurem Shitty-Ass-Gehege raus. Hallo! Bruder, entspann dich mal. Hat der hier eigentlich auch einen Namen? Okay. Du bist aber jetzt Paul, die Kuh. Los, komm mit. Und? Und sagt, ist ehrlich krass. Ist ehrlich heftig, oder? Ist ein heftiges Gehege, Freunde. Und jetzt kommen wir zum spicy Part, Freunde. Beide kennt euch noch nicht so lange, aber... Oh, fuck. Aber ihr werdet jetzt Sex haben und ihr werdet ein fucking Kind zeugen. Seid ihr bereit dafür? Kommt mal ran. Wie gerade, ich komme rein. Dann kann ich so ein bisschen filmen. So, wir gehen mal hier ins Schlafzimmer. Okay. Hier Maler. Zack. Und Paul hier. Zack. Und jetzt habt Sex. Holy shit. Uff. Holy shit. Ich glaube, das war das Heißeste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Alright, Ladies and Gentlemen. Wir haben einen Kuhstall und eine kleine Kuhfamilie. Okay, Freunde, ich habe mir noch eine zweite Sache aufgeschrieben für heute. Und zwar Leuchtturm bauen, um nicht immer Base suchen zu müssen. War eine übelst kreative Idee von mir, als ich privat ein bisschen gezockt habe. Es macht absolut überhaupt keinen Sinn, weil hier ist kein Meer weit und breit. Das hier ist nur irgendein shitty-ass Fluss. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir einen Leuchtturm. Und wir machen den genau dahin. Das heißt, wir werden jetzt da so diese komischen shitty-ass Birkenbäume fällen. Und dann kommt da ein dicker Leuchtturm hin. Ich wollte gerade meine Axt reparieren und wir haben einfach kein Eisen mehr. Alright. Freunde, wir müssen kurz ein kleines Zwischenziel erfüllen. Wir brauchen neues Eisen. Auf in die Mine. Was, glaube ich, auch sehr nice wäre, eine Eisenfarm. Ich habe nicht so 100% Ahnung, wie man das macht, aber ich glaube, mit so Villagern und so einem Eisengolem-Spawn-Dings, ja, kann nicht so kompliziert sein. Ich denke mal, das werden wir dann auch nächstes Mal machen. Ich glaube, nächstes Mal wird die große Farm-Folge, Freunde. Da werden wir eine Weizenfarm bauen und eine Eisenfarm. That's the plan. Alright, wir haben Eisen. Wieder zurück. So, zack. Zack. Boom, 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 boom. Wundervoll. Machen wir noch diesen hier. Traum. Ich habe das Gefühl, es hat absolut keinen Sinn gemacht, weil ich habe, glaube ich, jetzt gerade 4 Eisen investiert in diese Axt. Obwohl eine neue Axt nur 3 gekostet hat. Egal, scheiß drauf. Zurück zum Wichtigen im Leben. Dem Leuchtturm, Freunde. Digga, ich habe ehrlich keinen Plan, wie man einen Leuchtturm baut. Wir klauen einfach den von Luca. Was hat Luca gebaut? Ein wunderschöner Morgen erwartet. Schalter, also die Hebel, unsere Eisengitter tragen. Yo, er übertreibt ja komplett, als ob Luca bauen kann. What the fuck? Welcher Block ist das, Bro? Was heißt das? Rot? Ja, hier gibt's roten Beton. Ja. Roter Beton. Roter Beton. Minecraft. Ah ja, das ist es, oder? Trockenbeton. Okay, okay, check, check, check. Er besteht aus Trockenbeton, wenn dieser mit stehenden oder fließendem Wasser in Kontakt gerät. Okay, also brauchen wir roten Trockenbeton. Alright, let's go. Wir brauchen sehr viel Sand und sehr viel Gravel, Freunde. Freunde, ich möchte übrigens noch kurz 2-3 Sachen zur Gamescom, zum Meet and Greet sagen. Und zwar habe ich 2 Bitten an euch, okay? Bitte Nummer 1, wenn ihr sehr teure Schuhe habt, okay? So Jordan 1er oder so. Um Himmels Willen, lasst mich oder uns nicht drauf unterschreiben. Digga, da kamen Leute mit nagelneuen Jordan 1er und ich sollte drauf mit einem Edding unterschreiben. Freunde, das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Und das war wirklich nicht nur einer, das waren so 20 Minimum. Und die zweite Sache, kommt nicht zu uns und sagt, hey, kannst du mir auf den Arm schreiben? Ich tätowiere mir das. Freunde, das bereut ihr 100%ig in ein paar Jahren. Wir haben eine Zuschauerin, die hat jetzt eine Maultasche, die von Dominik gemalt wurde. Und von mir einen Schwein.
hat sie jetzt auf ihrem Bein, Bro. Für immer. Freunde, trust me, das ist stupid und das werdet ihr 100%ig, werdet ihr das in ein paar Jahren bereuen. Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich ein anderes T-Shirt anhab und warum dieser Strand so unfassbar scheiße aussieht. Ich hab die Nacht lang ein bisschen Sand und Gravel gefarmt da unten und gepennt, weil ich war gestern wirklich komplett im Arsch. Aber ich habe jetzt wieder volle Energie. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr, außer weißen und roten Farbstoff für den weißen und den roten Beton. Ich habe gerade mal bei Wikipedia geguckt. Ich glaube, wir brauchen Knochenmehl oder so eine Lilly-Pflanze. Keine Ahnung. Das sind, glaube ich, die beiden, die uns weißen Farbstoff geben. Und diese roten Blumen hier. Dann sind wir good to go. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie diese Lillys aussehen. Ich habe die, glaube ich, noch nie gesehen, Mann. Jedenfalls nicht bewusst. Okay, guck mal. Jetzt stell dich mal vor, ja, man kommt hier mit dem Boot langgefahren und da wäre jetzt ein Leuchtturm. Bruder, man wird direkt checken, wo die Base ist. Ich meine, man sieht auch diesen hässlichen Glaskasten, aber mit dem Leuchtturm wäre es noch krasser. Okay, Freunde, das hier ist der perfekte Spot für den Leuchtturm. Ich habe hier gerade diese drei Birkenbäume runtergerockt. Ich denke, dass wir hier den so hinmachen werden. Aber wir müssen als allererstes den Beton erstmal craften. Okay, wir haben 24, das ist unfassbar wenig. haben wir noch ein bisschen weißen Farbstoff? Wir haben noch roten Farbstoff. Alright. Wir müssen, glaube ich, eine Monsterfarm bauen, bevor wir den Leuchtturm machen, oder? Alright. Ich würde sagen, wir legen trotzdem schon mal die Grundlage dafür. Boah, sollen wir den so richtig dumm groß machen? Boah, ja. Komm, why not? Oh mein Gott, der wird ja viel zu groß. Holy shit. Oh mein Gott, okay, warte mal. Existiert sowas wie eine Sand- oder eine Gravel-Farm? Falls ja, schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil, Alter, sowas wäre halt auch turbopraktisch. Weil sonst, Digga, sonst kriegen wir die Größe nicht hin. Aber ich würde den an sich eigentlich schon ganz gerne so groß machen. So, jetzt machen wir einfach diesen hier. Okay, check. Und jetzt ist das fix. Boah, das ist echt schon ziemlich geil. Das ist turbo-satisfying. Boah, das ist so geil, wie das da so hässlich ist und dann... Oh. Oh. Traum, wirklich Traum. Alright, lass uns eine weiße Schicht draufsetzen, um mal zu gucken, wie es so vom Ding her wirkt. Ja, perfekt. Freunde, wir sind out of weißem Zeug, aber... Boah, doch, die Größe stimmt auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder, Freunde. Mit Maler, Paul und dem kleinen Baby, was noch keinen Namen hat. Lasst euch was einfallen, dann benennen wir den das nächste Mal. Sorry, ist wahrscheinlich ist es eine kürzere Folge geworden, Freunde. Aktuell ein bisschen stressy. Ich wünsche euch trotzdem einen wundervollen Tag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace.